Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute bin ich mal wieder im Studio der Gaming Clerks und heute habe ich zwei Gäste. Einmal den guten David. Hallo. Und einmal den guten Christian. Chef. Achso, ja, Christian, hi. Ja, Chef 2.0, also die Titel... Die verbesserte Version. Die verbesserte Version. Da könnt ihr euch... Aber wir klingen sehr ähnlich, habe ich gehört. Sehr ähnlich, habe ich gehört. Da könnt ihr euch gerne drüber streiten, dann später irgendwie. Das ist mir eigentlich egal, je nachdem. Also Chef Nummer 2 und... Die Buchhalter. Und die... Was erwartest du? Machst mit der Firma ja Videos. Okay, also haben wir den Titel gleich schon. Chef 2 gegen Buchhaltung. Und ja, so wird es auch sein. Ich habe mein damaliges Video ähnlich gestaltet. Und zwar habe ich ja Kaya gegen Marek damals gemacht. Und das machen wir heute ebenfalls. Bloß halt Buchhaltung gegen Chef 2.0. Ja, ich habe mir gedacht... Das sollte ein... Du musst jetzt noch Sound runterlegen. So ein Drum-Ding. Oder... Ja, viel Spaß dabei. Was hast du mitgebracht? Zeig mir. Was wird das hier? Wo bin ich? Ja. Ich habe dir etwas Wunderbares oder euch etwas Wunderbares mitgebracht. Eigentlich das nicht. Geld! Endlich! Viel Spaß. Unsere Probleme sind vorbei. Endlich! Ich will dein Geld nicht. Das brauche ich nicht. Ich fahre einen Ferrari. Was wärst du? Christians Ferrari? Christians imaginären Ferrari. Genau den. Den fährt er. Kann man machen. Ja. Okay, ich habe Wonder Woman, die hat auch ein unsichtbares Auto. Das ist ernsthaft? Hatte sie? Hat Wonder Woman nicht irgendwas Unsichtbares? Wieso weiß das hier keiner? Unsichtbaren BH? David, das aus deinem Munde. Naja, machen wir lieber weiter. Was ist das? Bleibt alles drin. Ich habe hier mitgebracht eine Mystery Powerbox. Die kennt ihr ja bereits schon. Die habe ich mit Kaya vor 2 Monaten aufgemacht. Und zwar, könnt ihr das hier sehen? Hier hat man die Chance auf neuere Booster und auf ganz alte Booster auch. Oh also, nein! Die Chance die ist kennt da. Ich vielleicht dann sogar noch. Ich hatte damals als Kind hatte ich die ersten Karten, die es gab. Sind das die? Das hast du dann an Nico geschenkt oder wie? Oder? Was? Nein. Ja, also die könnten da drin sein sogar. Also die allerersten Karten aus 1999. Und davon habe ich 2 Boxen mitgebracht und jeder von euch kann eine bekommen. Also ist mir egal, welcher oder wer welche kriegt. Machen wir so. Und ja, da können 5 Booster drin und ihr habt halt was drin. Da ist halt, wie gesagt, so die Chance wie in jedem siebten Ei ein cooles Booster zu kriegen. Und das ist schon echt cool. Und ich vertraue ja immer sowas. Ich vertraue es immer nicht, wenn es in der Box kommt, weil ich immer das Gefühl habe, die packen da extra Packs rein, die nicht geil sind. Nein! Das würde ich noch nie machen. Ich hatte noch nie Pech damit. Wow. Und ich habe mir gedacht, wir machen daraus wieder ein Spiel. Also, das heißt, je nachdem, wer das bessere Pack bekommt, also beziehungsweise wer die besseren Packs bekommt überhaupt, der kriegt einen Punkt. Und ja, wer halt die geileren Karten, beziehungsweise die Karten mit der höheren KP-Anzahl immer wieder bekommt, kriegt halt ebenfalls einen Punkt. Und der am meisten Punkte am Ende gesammelt hat, darf von mir aus wieder einen Tweet auf den anderen Twitter-Account schreiben. Das wird gar nicht in die Hose gehen. Wobei bei mir wird es wahrscheinlich nicht auffallen. Das aber sind es ist. Echt viele. Jetzt kannst du es behalten. Das ist gutes Plastik. Gutes Plastik. Es ist echt. Es ist echt. Ja, ihr könnt die Teile aufreißen von mir aus. Also okay. Habt Spaß und möge der Glücklichere gewinnen, weil im Endeffekt ist es ja nicht mehr. Das ist aber echt hartes Plastik. Ich mach mal die gute alte Ruppelmethode. Die Ruppelmethode funktioniert jetzt. Was echt tust Plastik. Du da? Auf dünnes Plastik kann man aufruppeln. Sollst du den Paket nicht einen runterholen? Man kann es aufruppeln, weil es dann rau wird und dann reißt es. Aber das hier ist echt also dickes eigentlich Plastik. Kannst du das hier so anfassen, dann so aufziehen halt irgendwie. Irgendwie ist gut. Irgendwie. Ah, warte, ich hab hier... Oh mein Gott. Was ist das für Plastik, ey? Ich hab gecheatet. Sehr Cheater. Gut. Das ist die Buchhaltung, die weiß halt, was sie macht. Ja. Chef lebt vor sich her. Hui. Chef, mach haut drauf. Ja, mach mal hier weg. Ich mach mal weg. Nee. So. Genau, muss es einfach öffnen jetzt. Irgendwo soll da ein Verschluss sein. Darf ich mir die Packs schon angucken? Oder du kannst die von mir aus gerne schon mal irgendwo hinpacken, ja. Oh, da ist was Cooles drin. Da ist was Cooles drin. Es ist eine Coin! Gibt's halt voll. Das ist, so. Ist eine Pikachu-Münze. Ich finde die cool. Als Kind wäre ich jetzt voll abgegangen. Ist das Papier nur da oder ist das ein Pack? Das ist glaube ich sogar noch ein Pack, oder? Ist das noch ein Pack? Doch, da ist sogar noch eine Karte drin. Lull, da ist ja noch viel mehr drin. Oh mein Gott. Das ist aber gut versteckt. Also ich hätte es wahrscheinlich weggeworfen. Die ist auch schon offen. Ja, hier ist. Warum ist die denn schon offen? Also man kann hier nochmal so ein Promo-Ding drin. Man kann das Innending nochmal und da ist hier nochmal so ein Pack dran. Das ist schon krass. Und ist die bei dir auch offen? Also, ja, die ist bei mir drin. Da ist eine Karte, glaube ich, drin, oder? Oder mehrere? Bei mir, da sind mehrere. Ach, das ist schon.
Das ist ein schon komplettes richtig. Booster, oder wie ist das? Aber anscheinend. Offen. Aber offen. Ja, aber moin. Offen. Scam is real. Habt ihr mal letztes Mal gar nicht gewusst, ne? Habt ihr es weggeworfen? Primal Clash. Clash. Das ist ein cooler Name, oder? Ja, so, klar. Wie funktioniert das denn jetzt? Was also, ich würde erstmal sagen, du hast das. Genau, ihr könnt dabei schon mal das Pack auspacken, weil das ist haben ja wir schon das. Auf. Wir müssen bald dieselbe Münze. Also, das finde ich schon ein bisschen traurig. Ihr habt dieselbe Münze? Ja. Dieselbe Münze. Das ist ja gar nicht cool. Nee. Also, da haben wir schon mal gleich. Dann. Das sag mal in die Kamera, das ist dieselbe Münze. Damit hier, ne, kein Scam. Das ist dieselbe Münze. Das ist schon mal ein ultimatives Scam. Und. Ja, also bevor wir jetzt die durchgehen, gucken wir uns erstmal die hier an, was ihr da Schönes bekommen habt. Nicht, dass es alles dasselbe ist. Also wir haben ja erstmal von Christian hier, ne? Mhm. Roaring Skies. Habe ich dort noch nicht gesehen? Nein. Dann haben wir hier Evolution. Haben wir dort? Nein. Ebenfalls nicht gesehen. Und zweimal Phantom Forces. Okay, einmal und dann nochmal Roaring Skies. Hey, guck mal, kein Scam. Das ist echt cool. Vor allem hier kann eine geile Karte drin sein, die ist Metall Full Art Secret Rare. Nein. Die ist halt eine ganze Ecke wert, also wenn wir die aus diesem Set kriegen sollten. 5 Euro. Aber du hast eigentlich die cooleren Packs, weil du halt 4 unterschiedliche hast. Beziehungsweise 5. Nee, sind auch, die sind aber beide gleich. Ah, stimmt, die sind auch gleich. Ja. Einfach so die Kamera halten. Mit nach vorne oder nach hinten? Ist egal. Wie? Also sollen die das sehen? Die sollen das sehen als erstes und dann guckt ihr euch das an. Achso. So. Das ist die erste. Das ist die erste. Dann legt ihr die halt auf den Tisch drauf, sodass ich dann entscheiden kann. Okay. Professor Birch. Du hast halt leider einen Trainer, das hat halt nix. Tja, instant verloren. Du führst jetzt mit 50. Das Hornio hat direkt gewonnen. Nee, du musst jetzt alle Karten, also aus dem Booster. Wer die besseren Karten aus dem Booster hat, der gewinnt. Okay. Den Gesamtbooster sehen. Genau. Also muss ich nochmal. Ja. Also alle sozusagen. So. Zack. Ja. So. Da hast schon 80, da bist du jetzt in Führung. Mensch, ich hab nur 50. Du Blade. Das ist ziemlich traurig, das ist ziemlich einfach. Warum hab ich nie Pokémon gespielt? Das ist super einfach. Aber ist jetzt, zählen die jetzt zusammen oder wie? Nein, immer nur das Höchste, immer nur das Höchste. Also jetzt Gleichstand. Wenn du jetzt gleich eins mit 130 hast und Christian nicht drüber kommt, da hast du gewonnen. Ah. Wir haben jetzt Gleichstand erstmal. Genau. Ne? Okay, gut, weiter geht's. Tada. Ah, nimm dies, spüre mein... 80 Gorribus. Gegen 60. Aber der ist echt süß, der Junge. Der ist wirklich süß. Der ist echt knuffig. So, okay, er liegt in Führung bisher. Irgendwann kann eine Glitzerkarte kommen, die ist meist das Beste. Also da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weitermachen. Okay. 60 und 130 hast du schon mal. Sag mal, was ist mit deinem Pack? Das ist schon mal ganz gut hier, ne? Also. Ich sehe schon zwei hinten. Das die Buchhaltung weiß, was sie macht, ne? Ja, ich möchte schon. Sie kann gerade ziehen. Okay. Aha. Das ist ein Glücksspiel. Also, du bist echt scheiße. Oh, hier, da glitzert 140 was. Sogar! Oh, da glitzert hier. Oh, Alter! Glitzert. Das ist eine Half-Art-Agent-Trade. Die ist schon echt cool. Also, so. Jetzt sieht er schon 3 vor. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Katsching, hier, komm, hier. Er haut die HPs raus. Und damit weiß ich, jetzt kommt was. Bist du dir sicher? Ah, tatsächlich. Oh, glitzert! 150! Hey. Okay, das heißt, er hat nur 2 vor. Nee, du hast gewonnen jetzt ungefähr schon. Weil warum? Das höchste gewinnt. Ach, das höchste? Ich dachte, das ist die Rundenweise. Nee! Deswegen haben wir mehrere Booster. Das sind immer mehr Runden, die Booster. Jetzt verstehe ich. Das hat er. Also, es geht um die höchste Karte im Booster. Genau. Ah, ich dachte, das sind Runden. Okay. Nein, dann wäre es ja viel zu viel. Ja, ja, aber. Tadam. 110, ja, 60. Dann können wir auch schneller machen. Also, das ist ja eine Spannung. Ja. Spannung ist ja im Endeffekt dann hier so. 50. Also ich glaube, über 150 kommen wir nicht mehr rüber. Ja. Ich glaube, die ist wild. Vor allem nicht mit so einem... Das ist ein Item. Das ist sehr wild. Item ist Müll. Letzte. Ein Bundlebee. Aber das... Ja, das ist leider... Also hast du hast gut vorgelegt, aber du hast gewonnen. Glitzer hat rausgeholt. Hast du eine Erklärung, warum die Artworks immer so unterschiedlich aussehen vom Artstyle? Nö. Das ist nie verstanden. Das ist komplett random. Also die haben sich halt damals gedacht, so mal zeichnen wir, mal machen wir hier so ein 3D-Artwork, mal nehmen wir so einen ganz normalen Sprite von so einem Pokémon. Ich finde das voll scheiße. Die damaligen waren einfach cooler. Ja, aber die waren ja alle gleich, die ersten noch nicht. Die damaligen waren viel, viel besser. Jetzt ist es so, ja, weißt du was, wir nutzen jetzt einfach mal einen Render, das wir noch übrig hatten. Wir nehmen einfach irgendwas. So, also ich weiß nicht unbedingt, warum die das machen, aber verkauft sich halt irgendwie trotzdem. X und Y, meine absoluten Lieblings-Pokémon. Nimm mal beide, genau, nimm mal beide so Phantom Forces da. Na gut, Phantom Forces, ist das, ja. Das ist ein gutes Set, das ist wirklich ein gutes Set. Ist das gut? Ja, gut. Ist ein gutes Set. Kostet nochmal 8 Euro, glaube ich, einen Booster davon heutzutage. Ich öffne es. Das hat nicht geklappt. Nee, nicht wirklich. Jetzt hat es geklappt. Ganz geschmeidig hier. So. Ah, komm raus. Schäm dich nicht, zeig dich der Welt.
Zeig dich der Welt in all deiner Pracht. Okay. Are you ready? Muss ich noch mischen? Nee. Mischen so quasi. Nee, nee, nee. Einfach abziehen. Ja. Es geht los. Mit was haben wir Trainer, hier? Oder? Oh, Trainer 60? Und 60. Okay, du führst. Ich glaube, ich mache immer so eine coole Animation, wer gerade führt oder sowas. 70 und 90, okay. Oh, aber das sieht mega komisch aus mit der Nase. Aber ja, mein das Gott. Ist echt seltsam. Naja. Ja. Geht weiter. Strange. 50. Und 80, also Mensch. Immer noch ne? Ja, ich bin auch vorne hier, ne? Mhm. 50. 90. Okay. Ach, was hast du für eine Scheiße gekauft? Ey, das war echt teuer. Oh, da war nur der 70. Glitzert ein bisschen, aber der hat nur 70. Das ist ziemlich traurig. Was haben wir hier? Ich weiß es nicht. Es glitzert. Es glitzert. 100. Was hat er hier? Bisher bist du wieder in Führung. Everybody cheating. Und... 130, Oh, jetzt lege ich aber noch, du David. Oh Gott. David, ich hab nichts gemacht mit den Fans. David. 50. Supporter. Okay. Die feuert mich an. Die Shauna. Bisschen. Die heißt in Deutsch Sanna Trainer. Banana. Richtig cool, oder? Was? Sanna Banana. Okay, und die letzte. Kannst du noch ausgleichen? Nö. Energy! Ja, tut mir leid, aber das ist leider der zweite Punkt hier für Christian. Echt, dafür, dass ich dachte, das ist echt scheiße für mich läuft. Also ganz gut, ne? Also wäre es Mini-Runden-mäßig gewesen, hätte ich, glaube ich, ein kleines Problem. Ja. Ja, ein bisschen. Also in der Breite bin ich bestimmt. Chris, ein Ehrenpunkt. Ja. Für die Breite. Ein Buch für die Buchhaltung. Wir haben nochmal, ich habe nochmal Phantom. Dann mache ich mir hier Roaring Scott. Genau. Habe ich das nicht auch? Aber er hat zwei davon. Ja. Das heißt, so. Du kannst dann, wenn du den aufmachst. Ja, mach mal so. Mach ja, mal, das passt schon irgendwie. Okay. Okay, das ist was für ein gutes aber Gefühl. Aber jetzt mal ohne Flachse Booster zu öffnen, macht doch irre Spaß, oder? Ja, es fühlt sich gut an. Es hat so ein. Es fühlt sich gut an, wenn man sie nicht bezahlt hat, wahrscheinlich. Ja. So, okay. Ich liebe es. Dieser Geruch von frischen Karten. Frischen das ist Plastik. Das ist und Alu. Aluminium und Plastik und Pappe. Und Pappe, ja. Und ein bisschen Tinte wahrscheinlich. Ja, alles. So. So. Los Let's geht's. Go! Ich 80! Immerhin. Er fängt immer gut an. Du legst immer gut vor, aber du musst das irgendwie andersrum machen jetzt. Ich muss jetzt aber mal 60, 70. Ordentlich nachlegen hier, ne? Dezent. Falls ihr noch irgendwelche anderen Ideen in den Kommentaren habt, wie wir es zukünftig 50. Machen können. Schreibt gerne in die Kommentare. Was ist es? 60. 90. Diese Albe ist jetzt ziemlich kacke. Sieht so ein bisschen aus wie die Grinsen. Hätte ich dafür Geld ausgegeben, wäre ich jetzt echt sauer. Also gut, dass 30? 60, ist ja richtig aber es kacke. Ist glitzert. Aber es glitzert, er ist süß. Was kommt jetzt bei dir? Es kommt eine Glitzerkarte? 60. Du hast ein Pikachu. Das ist ich finde, beim nächsten Mal so eine Regel machen, wenn es glitzert, ist es mal 2. Könnte man dann ist das so ein Bonus, weil es ist ja selten, dass ja, gut, aber, Glitzer. Aber es gibt ja unterschiedliches Glitzer. Es gibt ja einmal dieses Reverse-Holo, das ist halt in jedem Pack drin. Und es gibt einmal eine Glitzerkarte, die haben wir bisher noch gar nicht gehabt. Ach, und die sind dann super stark, oder? Genau, die sehen super cool aus. Ja, gut, das siehst du auch gleich, wenn wir irgendeine ziehen sollten. Was hoffentlich passieren mag. Weil, ja, wäre ganz schön. 80. 60. Okay, ich glaube, ich bin auch schon durch. Ich glaube, du hast 90 gehabt, ne? Ja, ja, also bisher ist David noch in Führung. Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, jetzt kommt nur noch Kacke bei mir. Kommt also noch Kacke? Ja, aber jetzt das wäre der erste Punkt für dich da, das wäre echt gut. Ja, das wär eine Spannung! 110! Leck mich doch am Sack. Yes! Komm, nur noch Scheiße! Letzte! So ein Buin genau, was ist denn das? Jetzt komm, jetzt krass auf. Jetzt verkackt mit 40. Ah, ich bin ziemlich gut im Glück haben. Ja, habe ich gute Leistung, der Herr. Also sehr gut! Richtig gut gezogen. Ich kann euch aber gleich schon mal sagen, das können wir von mir auch zum Schluss aufmachen. Hier sind Karten drin, die wirst du alle kennen von damals. Das sind nämlich Reprint-Karten von dem ersten Set. Sehr gut, liebe also ich. Die sind richtig, richtig Freude. Geil. Also die können wir von mir aus am Ende aufmachen. Gut. Ich mach dir nochmal Roaring Skies und du nochmal Roaring Skies. Roaring Skies. Roaring Skies. Das sind die besten Karten anscheinend drin. Weiß ich nicht, also bisher war alles scheiße. Einmal's aufs. Soll ich da so eine Pornomusik runterlegen dann? So? Oh. Oh, Baby. Reiß mich auf. Oh.
Röst mich schon aus. Oh, zieh meine Sachen raus. Außer raus, nicht aus. Nur mal kurz zur Info, das ist mein Chef. Ja. Das haben letztes Mal Leute auch unter dieses Video geschrieben, wo ich mir Nico aufgenommen habe. Hast du gerade halt dein Maul zu deinem Chef gesagt? Hast du? Hatte direkt ich. Raus aus dem Netzwerk, geht hatte ja gar ich. Nicht. War halt dein Maul! War aber dann doch egal. Wie kann man nur so nett zu seinem Chef sein? So wie kann man nur so nett zu Nico sein? Ja, ich wollte gerade sagen, das blöde Arschloch, das kann doch echt nicht... Der blöde Flachwitze. Liebe Grüße! Hallo! Okay, leg los. Was ist es? Obi 40, 80. Du gewinnst immer am Anfang. Das ist eigentlich nicht fair. Bei der ersten Karte, wenn ich da die Punkte gekriegt hätte, ne? Man kann da irgendwelche coolen 40. Sachen machen. Nix. Healing Scarf, irgend so ein Schal. Ja. Schön. Schal. Was hast du? 40. Nochmal, ich hab 43. 43. Oh, baby, a triple so. Ja. Okay, vielleicht kannst du noch einen 40er auflegen. 60! 120! Arktos! Das wird nix. Das schon cool. Das wird nix. Arktos ist schon nice. Habe ich gleich eine große Straße? 50! Ja, bist du schon. 90, aber diesmal ein Holo so ein bisschen. Ein bisschen Reverse Holo. Das ist cool. Holo. Ein bisschen Holo. Durchschnittsholo. Ein bisschen Holo. Ist nicht das richtige Holo. Oh! 80! Also bisher, ne? 120 ist zu bieten, ne? Also ich will nochmal sagen. Ich glaub, das wäre nichts. Das schaffst du ja immer. Also die Roaring Score. Oh, du hast eine richtig schöne Karte. 170! Latios EX! Darf ich nochmal zeigen? Die ist schick, ne? Yeah. Da muss man reinzoomen, wenn man 4K aufnehmen. Oh. Naja, nee, das mache ich doch mit meiner Kamera wahrscheinlich nochmal als Shot dann. Aber das ist 4K! Das okay, dann mach es irgendwie. Lauf vor die Kamera! Zoom! Nee, wenn ich wohl Kamera laufe, ist die Schärfe nicht drauf. Naja, sie zoomen dann drauf. Aber die ist halt wirklich die ist cool. Die ist ziemlich geil. Also... Naja, was kommt jetzt am Ende noch? Tut mir leid. David, wir haben noch ein paar. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass er 170 toppen kann mit seinen 180. Ja. Hättest du vielleicht noch so ohne die Karte sein Pack getoppt? Das ist jetzt die Frage. Also nochmal 200er auf jeden Fall. Mhm. Und? Wahrscheinlich ein Trainer oder sowas. Ein Revive. Oh, immerhin. Die Chaos Pokémon Go. Kleiner Suppi, ne? So, ich habe bisher alle Runden gewonnen. Ja, naja, ich meine, du kannst ja, wenn du jetzt richtig einen auf die hohe Kante legst, kannst du sagen, alles oder nichts? Nein. Okay. Aber wir machen Folgendes. Ey, das ist ja richtig unfair, wenn du jetzt da was drin hattest. Bist aber bisher hatte ich nur die guten Packs. Ja, ja. Oder, eigentlich, das ist die Frage. So, David. Möchtest du dein Pack tauschen? Du möchtest dein Pack tauschen. So. Jetzt hast du das wird spannend. Jetzt ist es halt wirklich interessant. Jetzt ist da so eine 2000-Euro-Karte drin. Du lachst, da kann halt wirklich was richtig Geiles drin sein. Wenn da so ein Glurak in Holo drin ist und wenn man das halt graden lässt, ist es halt wirklich graden. Wenn du das halt zu so einer Firma schickst, die dann sagt, wie gut ihr Zustand ist und alles Mögliche. Das, ja, das geht schwerer auf, ne? Auch? Ja. Das ist ja jetzt dann. Die sind halt so wertvoll, da muss man richtig arbeiten, um in die Karten zu kommen. Aber die Artworks kennst du schon, wenn du jetzt mitkriegst, ja. Oder? Das ist schon cool. Auch der Hintergrund, dieses ja. Langweilige Rot. Das ist schon ehrlich ganz cool. So, ich nehme mal wieder die oberste weg. Genau, die oberste muss wieder weg. Das ist das Schöne, David nimmt mal von oben, ich nehme mal von unten. Ihr könnt ja vielleicht so einen Mischmasch einfach machen. Okay, let's go. First Gen! Ein Vulpix-Line Carpador 30. Das ist ich habe die erste Runde gewonnen, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Habt ihr getauscht, ja, ne? Ja. Oh! Also, das heißt schon mal, dass. Warten wir mal. Ich bin gespannt, eine Feuerenergie. Und du hast. Ein Trainer. Das ist beides nicht so spannend. Das ist beides nicht so cool. Okay. Ein Voltoball und ein. Ein Porygon. Na, immerhin. Porygon 60. Mit 60, okay. Das ist schon mal was. Aber ich kenne das Artwork von Porygon. Das war damals das Einzige, was drin war. Oh, ein Charmander, wie süß. Blumanda, das ist süß, Joa. Das ist süß. Ja, die damals auch. Die Karte. Das ist schon bussig. Dicta. Und oh, das ist ein Akani mit 130. Ich war immer irritiert, warum Dicta ein 3D-Modell hatte damals. Schon damals war ich irritiert. Das war mir das einzige Pokémon. Ne, Dictry auch, glaube ich, die Weiterentwicklung. Ja, und Polygon. Porygon. Porygon, sowas. Ja, der hat so ein bisschen, finde ich nur. Aber das sieht halt viel, viel krasser aus. Ja. Ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben. Vielleicht dachten sie, wir machen ein bisschen 3D-Art nochmal. Okay. Möglich. Oh, du hast was Gutes. 140. Und, ja, 40. Tja, da habe ich schon mal wieder mehr bisher. Also bisher ist ja in Führung, mit deinem Pack. Schon traurig. Okay, jetzt kommt die Rare.
14. Oh, was hast du denn? Mew hab ich. Mew und Glitzer. Weiß nicht, damals die Kinokarte? Nee, das war so eine Promokarte. Also die Kinokarte war, glaube ich, noch ein bisschen anders, aber das ist eine gute Holokarte. Nicht schlecht. Und was hast du? Nidoran, ja. Also bisher bist du in Führung mit 140 und hast eine Holo. Die hat ein geile Holo. Ich finde, das sieht richtig geil aus. So dieses Reverse auf der ganzen Karte. Ja, das ist schon... Aber das ist doch noch viel krasser, oder? Dieses komplette Glitzer da auf der Karte. Ja, das ist cool, aber ich glaube, wenn sie das noch kombinieren würden mit noch mehr Glitzer, dann wäre das, ne? So wie hier, ne? Alles. Du hast es anguckst und das Licht reflektiert so stark, dass das... Oh! So ist es richtig. Okay. Das muss es sein. Okay. Meld dich an bei der Pokémon Company dann. Mach ich auch. Die wird richtig begeistert von meinen Ideen. Was haben wir hier? Ein Trainer! Ja. Kukano. Wow. Okay, du hast noch zwei Karten. Toppst du das noch? Kukuna gegen Radfratz nochmal. Und jetzt die letzte Karte. Und... Electric. Du hättest tatsächlich mit deinem Pack gewonnen. Fuck! Und das ist schon ziemlich traurig. Und du hättest nochmal eine Holo-Karte gehabt. Ja, sowas aber. Also, ich würde sagen... Schlimm das. Also ich muss sagen, diese Boxen sind immer noch der absolute Scam. Kauft euch diese Boxen bitte nicht. Die habe ich auch aus Amerika importiert, weil es hier in Deutschland gar nicht gibt, damit man sowas gar nicht machen kann. Finde ich auch ganz richtig so. Und ich habe davon immer noch 4 Stück zu Hause rumstehen. Also falls ihr noch mehr Leute habt, mit denen ich dieses tolle Format machen soll, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt, beziehungsweise falls ihr überhaupt diese beiden netten Herren abchecken wollt. Link dazu in der Videobeschreibung. Die haben beide nämlich einen Kanal, beziehungsweise auch irgendwo eine gemeinsame noch. Haben wir? Dieser Clerks-Kanal ist ja nicht irgendwo auch noch so ein gemeinsames Ding. Naja, oder? Nicht von David. Der hat damit ja gar nichts. Bei dem Quatsch meine ich mit. Nee, das finde ich alles doof. Okay, dann sind halt... Der macht ja dieser komische Typ, wie heißt der noch, Nico hier? Chef 1.0. Chef 1.0, der macht dann auch Videos, ne? Das Chef 0.0. Das ist so gemein. Wenigstens 0.5. Okay, dann wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Checkt die beiden ab, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und die letzten Worte habt ihr beiden. Ich hab gewonnen. Ja. Was willst du zu deinem tollen Bla sagen? Bla. Das ist, ja. David, gehst nochmal eine Runde heulen. Ja. Das war ziemlich fies. Ja, ich muss jetzt gleich einen Tweet für ihn verfassen. Ihr wisst jedenfalls, warum ich nicht in Casinos. Ja. Das ist das Beste. Also, ne, ja. Glück hast du nicht so. Nee. Mach's gut, tschüss.